So, willkommen zur längst überfälligen Fortsetzung von Examination Day, Willis Tactical. Ich hoffe mal, doch, wir packen das auch. Wie läuft das? Genau. Hütchen, dann würde man sagen, genau. Gut. Auf ins Gemetzel. Oha. Ach ja. Okay. Hallo. Achso, welche Taste? Gut. Ach, leck mich doch. Ja, das wird jetzt spaßig. Na ja, super. Okay, das mit den Granaten, das müssen wir mal ein bisschen taktvoller machen. Alter, kann ich denn so daneben schießen? Das ist ja hier nicht mehr normal. So. Okay. Hätten wir. Gut. Da rein muss ich. Also schön anvisieren und jetzt. Nein! Das ist jetzt ein bisschen. Okay. Damn it. Okay. Alle tot? Sehr schön. Ja, Speicher. Werfe ich zu flach oder was? Ich werfe nicht flach genug, wahrscheinlich. Da komme ich hoch. Ich habe keine Ahnung. So, da mit den Granaten muss ich echt nochmal üben hier. Das geht ja gar nicht. Kann ich schießen, wie ich möchte. Kann ich schießen, wie ich möchte. Das wird nichts mehr. Geht doch. Meine Fresse hier. Danke. Alter, wie viele Versuche haben wir gerade gebraucht? 20? Ist ja ein Albtraum hier. Okay, hier ist es sauber. Tot? Jetzt ist er tot. Ach du Kappe. Was? Wir sind oh Mann, ey.
Wow. Was? Achso, ein Imp oder was? Ja, ein Imp. Da ist irgendwo ein Imp. Gut, die gefährlichsten haben wir schon mal alle abgekatert. Wo ist denn jetzt der Imp? Ah, sagte er und starb. Da ist ja noch einer. Hier hoch. So, die beiden Imps hätten wir auch. Oh, lol. Und hier ist nicht mal ein Secret oder so. Wow. Okay. Gut, dann hätten wir den ersten Bereich schon mal abgekatert. Ja. Achso, ich muss noch den Schalter umdrücken. Damit das Tor aufgeht. Dankeschön. So, hier war nichts mehr. Genau. Gut, dann kann ich jetzt hier also direkt... Ah, wow, das war natürlich... Egal. Egal. Hä? Müsste jetzt nicht das Tor hier auch sein? Ah! So. Kacke. Lol, man kommt ja auch so rein. Ist ja mal nice. Digga. Wie war das nochmal hier? Nein. Wie kann man das da Ding aufmachen? Na gut. Gehen wir hier mal wieder raus. Gut zu wissen, dass wir schon... Du Scheiße! Ja, wow. Das war natürlich ein bisschen überlegt. Boah, Alter, schon wieder nur 20. Der ist schon mal weg. Da ist noch einer. Der Bereich wird richtig spaßig. Das wird eine Freude werden. Erstmal die Imps ein bisschen erledigen hier.
Gut, die hätten wir schon mal. Ja, da kommen jetzt die netten Maschinengunner ran. What? Haben die Maggi gefrott oder was? What? Da ist noch einer. Okay. Sollten alle gewesen sein. Ja, doch, los. Komm mal her! Boah, bitte runterspringen. Warum lege ich eigentlich die Waffe an, wenn der Typ 2 Meter vor mir ist? Ja, hat geklappt. Geil. Los, erledige sie. Ich steh da einfach nur rum. Er leckt mich. Oh. Danke dafür. Okay, damit ist der Mittelraum auch schon mal gesichert. Dann geht's jetzt hier hin. Ah, war doch klar. Ja, das war doch klar. Wow. Boah, Alter, war riskant, aber es funktioniert. Übrigens kam mittlerweile Release-Kandidat 8 raus von Brutal Doom. Allerdings wurde der Fehler, dass man diese Waffen mitnehmen kann, wenn man die Speed-Taste dabei drückt, immer noch nicht behoben. Also irgendwie, ja. Naja, wird dieser Fehler wahrscheinlich dann auch in der endgültigen Version mit bei sein. Ich geh's hier auch schon wieder rauf. Alter, ich habe auf solche Sachen hier noch nie geachtet. Interessant. Quick Save. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Aha. Wow, es gibt natürlich gar nichts mehr.
Ach du Kacke. Boah. Alter. Das war jetzt knapp. Okay, na komm. Noch einer? Oh, ich versteck mich mal hier drunter. Wir könnten nämlich nicht angreifen. Knallweise angreifen. Alter, der Himmel ist einfach so geil! Ach du Kacke, was macht der denn da? Ist doch hier kein Klettergerüst, sag mal. Kommen jetzt noch mehr oder war es das jetzt an der Stelle? Na komm, komm. Ja, normalerweise macht man solche Experimente nicht mit Neuralis im Tactical Mode. Allerdings sieht es gerade tatsächlich relativ gut aus. Wir schlagen uns wacker. Ich hoffe, das bleibt doch so. Wow, 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 Mädel. Wo ist das Ding? Klappe hier! Klappe! Ja, ist immer noch. Leck mich. So, das war glaube ich eine Falle. Oder auch nicht? Hä? Oder halt nicht? Ach ja! Stimmt, wir können jetzt. Wir können jetzt. Hä, die Yellow. Ach, wir haben nur den Yellow Skull. Das ist natürlich. Bullshit. Diese Untoten hier, die sowieso schon untot sind, und dann immer noch untoter werden. Okay, so gehen wir mal in die Richtung hier. Gucken, was hier uns erwartet. Ted? Wow. Das machen wir lieber mal klassisch. Wow. Ja,
War das schlechte Kampf? Wow. Okay. Nächster Raum gesichert. Ach, haben wir schon. Nice, okay. So, hier oben haben wir auch schon gesichert. Da kommt jetzt der Bereich mit den vielen Dixerungsern her. Danke dafür. Danke. Und jetzt kommt ein sehr gefährlicher Bereich, der noch sehr spaßig wird. Okay. Ach übrigens, haben sie in der Release-Kandidat 8 Version das automatische Nachladen von der Sportshotgun hier deaktiviert. Das musst du immer, wenn du mit Linksklick schießt und du gleich beide Patronen mit einmal verschießt, musst du trotzdem immer manuell nachladen können. Das passiert mir nicht mehr automatisch, was ich persönlich sehr schade finde. Und jetzt kommt eine sehr scheiß Gegend. Okay, ich öffne jetzt mal die Tür hier, beziehungsweise ich mache die mal zu. Bedeckt auch mit nichts. Wow! Alter, wie groß ist denn dieser Sprengradius? Ist doch nicht mehr normal hier. So viel zu dem Thema. Hätten wir dann auch geklärt. Ah, jetzt kommen noch die letzten da. Okay. Okay. Damit hätten wir die wohl ungemütlichsten Gegner schon mal beseitigt. Jetzt kommt bloß noch hier, oh Gott, jetzt kommt noch der Cyber Demon. Fuck you, I hate you so much. Please kill yourself. Oh Gott, oh Gott, das wird ein Albtraum. Oh!
War ja klar, dass das uns mindestens einmal treffen musste. Das war natürlich logisch. Da gehen wir auch noch welche. Ah! Ah! Boah! Come on! Muss er sich hinter dir verstecken? Ach ja, jetzt weiß ich wieder, wo die gelbe Karte war. Das war ja da hinten und vor dem Secret da hinten ganz hinten. Oh, hab ich noch nicht. Die Frage ist nur, wie kamen wir an diesen Skulp ran? Also da an das Secret, da meine ich jetzt. Da hinten, da war das. Die Frage ist, wie gesagt, nur, wie kommen wir da ran? Gab es irgendeinen Weg rauf? Nee, ne, da wurden wir teleportiert, soweit ich weiß, da hinten. Nur von wo aus? Noch kein Teleporter, schade eigentlich. Okay, wir gehen erstmal wieder rein. Und gehen nochmal jetzt in die andere Richtung da. Ach, jetzt haben wir den blauen Skull. Erstmal nach, ey, glaub's ja. Ach, hier war das Sieggeheimnis. Aha. Okay, siehst du? Da haben wir's doch. Oh. So, jetzt müssen wir nur wieder zurück. Das war dumm. Wow. Oh Gott, wir sind so gut für tot. Ich sollte öfters neu laden. So wird das hier definitiv nichts. Munition ist immer gut. Ah, so ein bisschen Leben ist natürlich auch immer gut. So. Raketen haben wir, wie es scheint. Ach genau, das war der Raum, wo wir drin waren. Aber das ist auch noch ein Secret, ey. Das ist doch... Könnt ihr mir doch nicht... Nee, das ist natürlich kein Secret. Gibt's doch gar nicht. Gut, dann müssen wir also... Wow. Doch, war schon.
So, hätten wir das auch. Ah, Backpack. Kann nicht schaden. Ja, das hier, ich wüsste echt gerne, wie man das Ding, wie man hier was das hier soll. Weil es ist definitiv ein Secret. Nur scheinbar ist das echt ein Secret, das man gar nicht bekommen soll. Weil es gibt hier keinen Weg mehr raus. Keine Chance, es gibt keinen Weg raus. Na gut, lassen wir das. Ich will die Plasma-Waffe haben. Egal. Oh Gott, sind doch noch welche. Danke. Oh, das fall ich wieder hin. Okay. Es tut mir leid. Ich muss mir mal abgewöhnen, für jeden Scheiß die Waffe mal anzulegen. Das verschwendet immer unnötig Zeit. Ah, ich glaube, Rüstung haben wir da schon mal. Sehr schön. Haben wir quasi alles, was mein Herz begehrt. Abgesehen vielleicht noch von einer Megasphäre oder so. Da geht's noch rein, ja, leck mir doch am Arsch. The question ist nur wie. Gut, von dir brauchen wir eigentlich erstmal gar nichts, außer vielleicht einmal Rüstung. Dankeschön. Den Rest lassen wir erstmal alles komplett hier. So, und dann wüsste ich gerne, wie man jetzt in dieses Ticket da reinkommt. Nein. Hier ist auch so. Hier sind auch ein Schalter. Ah, das war dort zu dir wahrscheinlich. Wie war denn das? War ich überhaupt schon mal drin in dem Ding? Hab grad echt keinen Plan.
Boah, Alter! Noch 24 Hertz. Herz Sen? Herz Dame? Auf jeden Fall nicht mehr viel. Da steht fest. Okay. So, hier ist nichts mehr. Da kommt dann gleich der überstarke Gegner raus. Wir könnten gleich doch mal was probieren, und zwar den Gegner praktisch rauszulocken, den in die Richtung zu locken, dahinter zu locken, und wenn er dahinter ist, rennen wir einfach weiter und rennen da rein. Wäre das feige oder wäre das genial? Ich schätze irgendwas von beidem. Da kommen wir schon mal nicht rein. Es fehlen noch zwei Gegner. Okay. Und es fehlt noch ein Secret. Wie kommt denn dieses verfickte Secret ran? Alter, ich klipp mich da einfach gleich rein. Gibt's doch gar nicht. Was soll das X hier? Achso. Danke. So, gucken wir mal, was hier so abgeht. Ah, genau, hier waren dann die diversen Grafikfehler mit fehlenden Texturen. Und das, obwohl die Gegend dafür gedacht ist, dass man hier lang läuft. Schließlich waren ja hier diese ganzen blauen Health Potions zum Beispiel da. Hier fehlen auch schon wieder alle Texturen. Leute, was macht ihr denn hier? Oh Gott. Also da bin ich mal gespannt. Es gibt ja mittlerweile auch die neue Schiffkarte. Könnte ich gleich mal nachgucken. Es gibt ja mittlerweile die neue Version, also auch eine neue Beta von Extermination Days. Da soll ja die finale Version auch dann rauskommen, wenn die finale Version von Brutal Doom 21 rauskommt. Und da wurde jetzt wie gesagt auch mit die aktuelle Version geleakt. Also die aktuelle Beta wurde herausgegeben. Ja. Da muss ich mal gucken, ob das hier auch noch so viele Fehler gibt mit den Texturen. Das ist ja schlimm, ist das ja. So, meine Frage ist, was ist das da? Ist das da ein Secret oder fehlt da auch einfach nur die Textur? Oder was soll das darstellen? Wie geht's denn nicht weiter? Nee. Man weiß es nicht. Gut, okay. Wie dem auch sei. Achso, hier war hinten auch noch was, oder? Ja. Mann, ich will wissen, wie er da reinkommt in dieses Kack-Secret. Gibt's doch gar nicht. Hab ich irgendwo einen Schalter, den ich übersehen habe, oder was? Nicht.
die gibt es doch ja nicht. Und es fehlen noch zwei Sequels, auch zwei. Eins haben wir schon? Wo denn? Wir waren in den beiden Sequels, die hier lila, rosa markiert sind, noch nicht drin. Das eine ist ja die Falle, die rechte. Und die linke, da wissen wir noch nicht, wie wir da reinkommen. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo? Achso, ja. Goddammit. Diesen Schalter, wer den da installiert hat, werde ich nie verstehen. Ah, jetzt laufe ich zurück. Wow. Ach Mann, ey. Oh Gott, das gibt's doch gar nicht. Jetzt kommt. Wow. Wow. Jetzt hier. Hier alles, was wir kriegen kann. Und dann würde ich mal sagen, auf für die letzte Schlacht. So, Feuer holen wir uns da hinten noch alle die ganzen Rüstungsdinger da. Na gut. So viele sind es ja gar nicht. Ich dachte, es wäre mehr gewesen. Das meiste ist hell. Na gut. Dann würde ich mal sagen... Ja, wir machen zwei Versuche. Der erste Versuch ist mit der Waffe, den Wissen einzuheizen. Was? Oh. Ah, komm her. Kommt der nicht raus? Der Arschloch kommt nicht raus, ist der heftig. Hat geklappt. Geil. Ha, lol. Nice. Gefällt mir. Oh, das ist Exit bereits. Ach komm, wisst ihr was? Ich klipp mich da jetzt einfach mal rein, mal gucken, was da kommt. Ich wüsste echt gerne, wie man da mal reinkommt. Vor allem, wir haben auch noch einen Gegner. Wahrscheinlich ist er da drin sogar. Ha! Das wäre natürlich. Hä? Kann sein, dass das jetzt Secret Exit ist? Hä?
ist ein Teleporter? Wow. Da gab es also bloß ein bisschen Health. Ach, und ich dachte schon, da gab's das ist jetzt das über super geheime Ultra Secret Exit. Naja, gut. Konnte man ja nicht ahnen, dass das so bedeutungslos war. House of Hell oder so. Oh Gott, die Map. Naja, ich würde mal sagen. Wie groß ist die Map? Na, spielen wir die dann das nächste Mal oder können wir wieder ein bisschen Frieden? Muss ich entscheiden, mal gucken. Auf jeden Fall erstmal schon mit V.